Ist das die wahre Identität, Pong? Es gibt da etwas, über das, das wir über Raven erfahren haben, Pong. Es heißt, aufgrund seiner starken Willenskraft kann er der Gedankenkontrolle der Nasut widerstehen und sich seine Menschlichkeit bewahren, Pong. Vielleicht können wir ihn auf unsere Seite ziehen, Pong. Fordere ihn noch einmal heraus. Nee, ich bin doch schon auf eurer Seite. Seht ihr, diese Story macht viel, viel zu viel Sinn. So unglaublich viel Sinn, diese Story macht. Ne, ging doch sicher zu. Einfach weil, hallo? Sie wollen mich auf ihre Seite ziehen. Und dafür soll ich mich bekämpfen. Fuck Logic. Ne? Ich erkunde hier ein bisschen die Felder. Und hier waren nur schön drei Gegner auf einem Punkt. Da musste ich einfach das machen. Das muss das sein. Ach ja, hatte ich nicht vorher ein Level up? Ich finke so. Mehr muss öfters hinbekommen, das. No, it hit me. It haut me. Aber ich weiß echt nicht, wie ich sonst noch kommentieren könnte. Ich könnte darüber kommentieren, dass ich mir heute No Game No Life fertig angeschaut habe, weil heute die letzte Folge von No Game No Life rausgekommen ist. Und ich finde, dass es eine zweite Staffel von No Game No Life geben sollte. Ich sollte nicht so oft No Game No Life in einem Satz sagen. Also, ich finde, No Game No Life war ein guter Anime. Und ich finde, die erste Staffel, wenn es eine zweite Staffel geben sollte, ist zu offen. Deswegen sollte es eine zweite Staffel geben. Und hier ist ein richtig toller Ort. Schaut mal. Boing, 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 boing. Ich schaff's nicht, da drauf zu kommen damit. Weil, schaut mal. Ungefähr so muss ich drauf. Nee, so. Oh, ich bin behindert. Ich bin behindert. Ja, jetzt hau ich reden. Du. Nein, noch nicht. Ich möchte noch mich umschauen hier. Und obwohl, können wir schon nach Peter? Fragezeichen. Kennen wir das schon? Sagen wir, der Teleport da steht noch nicht. Da steht auf jeden Fall nicht. Ach ja, ich weiß nicht, ob es jetzt auch mit anderen Chars geht. Und zwar, wenn man hier runterläuft. Weil Eve schafft hier an der Ecke stecken zu bleiben. Kann ja mal ein Video dazu machen. Und das ist wirklich voll toll und es bringt einem voll viel. Und da gibt es ja noch Altera. Sieht so geil aus, einfach weil sich die Dinger, meine Arm-Dinger von einfach selber drehen. Sterbe. Sterbe. Kennt ihr das, wenn man die Maus die ganze Zeit irgendwo hat und sie einfach so nervt? Das ist so schrecklich. Ich mach mit. Jetzt können wir von mir aus den Dungeon starten. Halauge? Was? Haiauge-Gier. Aha. Grüße an dich, wenn du das hier sehen solltest. Und auch an Sol 1 und Eismoki und Nymphchen. An euch alle Grüße solltet ihr das hier sehen, was ich nicht glaube. Hahaha. Die öffnen jetzt mal. Müssen wir mal schauen. Vielleicht kann ich ja irgendwie einen Bug hervorheben, dass wenn ich so mache, dass ich es dann irgendwie aufspare und dann bla. Einfach nur da. Ja, das ist der Ladescreen. Ich hätte gerne reingehen. Jetzt hat. Heute noch. Ich hätte gerne, dass dieser Balken so düb und dann düb geht. Spiel. You know? Ja, circa so. Leute, den Ladescreen hatte ich auch noch nie.
Und der lässt ihn zwar auch schön, aber ich möchte, dass der auch weggeht. Danke. Der leckt wohl einen nahezu nätigen Bissel. Nur ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Oh, er läuft hier flüssig. Und zwar, ich werde jetzt alles tun, nur damit wir den langen Weg gehen können. Oder auch nicht. Dann rät sich wahrscheinlich jemand und sagt, nope, ich tu nichts mehr. Ey. Ja. Ha. Wir gehen nicht den kurzen Weg. Ha. Was ist denn da? Da hat sich irgendwas Kleines geöffnet gerade eben, ne? Ja. Fehlerhaft ist der... The fuck? Fehlerhafte State-Information. Ich kann nicht den Weg gehen. Ich kann nicht den langen Weg gehen. Okay. Fuck it. Fuck it. Nicht. Na. Fuck this game, it's too broken for me. Yep. Nimm das, nimm das. Für mich ist es viel zu leise, um ehrlich zu sein, aber für euch ist es richtig wahrscheinlich, weil ich auf den Ohren leise gemacht habe. Und ja. Und ihr es laut hört, weil meine Kopfhörer mögen manche Lautstärken einfach nicht. Da sagen sie, nope, ich streike. Nope. Nope, 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 nope. Ja, ich höre manchmal auch einfach nur die auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht. Das ist auch toll. Aber ich finde, ich nehme schon relativ regelmäßig auf, oder? Ja, eigentlich schon. Bei mir ist es nämlich gerade Freitag. Und eigentlich jetzt hat... Nur bei mir, also von mir aus gesehen, gestern... Und vorgestern keine Folge gekommen. Weil... Das ist eine sehr gute Ausrede. Gestern, ich erst um 4 Uhr von der Schule gekommen bin, weshalb ich keine Lust mehr hatte, Elsword zu schneiden und hochzuladen. Obwohl, nee, habe ich trotzdem gemacht. Trotzdem! Nee, dann war es vorgestern, dass ich einfach keine, nicht mehr dran gedacht habe. Jeden Tag kam auf jeden Fall kein Elsword, das weiß ich. Ich mach das. Schaffen wir das mit einem Mal? Ja, knapp. Knapp, knapp, knapp. Knapp, 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 knapp. Einfach doch geil, wie früher immer dieser Score-Counter da war. Jetzt halt nicht mehr. Man muss ja immer alles neu machen. Was wird das? Ja, die greifen einfach in die Luft an. Däh. 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 Hier, take the Abwehr ins Erleichterung. Und der andere greift einfach irgendwelche random Mobs an. Und nicht den Boss, es ist, ach. Diese Leute heutzutage in Elsword, so sch ach. Ja, Flammenharpune, 25er Skill, stärkster, oh, einer der stärksten Skills. Feuern wir auf normalem Mobs statt dem Boss ab. Ach, das ist so schrecklich manchmal. Facepalm, einfach nur die ganze Zeit, Facepalm. Das ist ein Feldbus. Sollen wir uns den holen? Ja, holen wir uns.
Jetzt, ich drück runter. Wieso der Höllensturz nach da hinten gegangen ist, verstehe ich auch nicht, aber egal. Es ist nicht mein Höllensturz. Aua. Das hat mich, hat schon mal meine ganze Gruppe gekillt. Das war so schrecklich, weil er dann so stark war auf einmal. Können wir aber jetzt mal langsam aufhören, uns selber zu vermöbeln? Weil langsam macht es mir keinen Spaß mehr. Mein eigenes anderes Ich zu verprügeln und die ganze gesagt zu kriegen, komm, rette Raven, dass er auf unsere Seite kommt. Feldboss haben einfach viel zu viel Leben, würde ich mal sagen. Und das sind ja eigentlich nur Magieklassen. Stromerkönigin ist zwar toll und stark, aber bringt nicht wirklich viel nach dem Aktivieren. Einfach weil es gibt relativ, sagen wir, wenig Kombos, wo sie normal mit Drohnen angreift. Was ich persönlich sehr traurig finde, weil ich mag Thron der Königin eigentlich. Einfach mal Gold aufheben, das 2000 Idee gibt. Das ist so toll. Wieso hatte ich den Anfängerring dran? Was macht ein Chang Stufe 65 hier? Ich hinterfrage nicht. Und lesen. Oh weh, dieser Mensch! Was suchst du denn? Warum ist er hier, Pong? Beruhige dich. Der Pongo-Stamm wird von der Krähenbande keinen weiteren Schaden erleiden. Bist du sicher? Die Zeit der stetigen Angriffe ist vorüber. Hoffen wir, dass du recht hast, Pong. Vielen Dank auch an dich, Raven. Ich hoffe, dass du von nun an den rechten Weg gehen wirst, Pong. Also welcher war jetzt der Richtige und welcher waren wir? Also welcher war der NPC und welcher waren wir von den beiden? So behindert einfach, ne? Und nun willst du zum Alterakor vordringen? Das ist ein sehr gefährliches Vorhaben, Pong. Auf unserer Insel gibt es einen Ort namens Ebene der Rückkehr. Das ist der Ort, an dem die Nator hergestellt wurden und auch ihrem Ende entgegensehen, Pong. Diese Ebene musst du auf dem Weg zum Chor durchqueren. Mein Hals gerade für sein. Und vielleicht findest du dort auch weitere Hinweise auf die Nasod, Pong. Dann werde ich mich jetzt gerne hier hinstellen. Mich für den Dungeon bereit machen. Wie sie einfach in der Luft auch dann hängen bleibt. Blip. Stay in the air. Ach ja, ich sage euch eine Sache. Wenn Ed rauskommt, die Server werden laggen. Vielleicht war es auch nur in NA so, aber es hat geleckt. Das war schrecklich. Man hat wirklich circa 20 Sekunden gebraucht, damit alleine das, nachdem die Kiste so runtergezählt hat, dass sie da das war, gezeigt hat, was man erhalten hat. Oder hat auch gedauert, bis man durchgerannt ist und dann, bis man das Item aufgehoben hat. Also es war schon weg, aber es war noch nicht im Inventar. Das war das Nervige. Oder Quests abschließen. Oder Items anziehen. Alles hat geleckt, als er rausgekommen ist in den Nähe. Wir haben es so. Das Server, mich hat gewundert, dass er nicht zusammengebrochen ist. Dutch. Go, go, go. Raven, go. Aber wie weit wir schon sind, wir sollten gerade mal maximal Sekunde. Ich habe heute, wie vielte Folge?
null Ahnung. Ich bin jedenfalls nicht sehr weit im Let's Play und... Also, von Folgen her nicht sehr weit, aber wir haben schon so viel Story und Zeugs und bla, das ist unglaublich. Ja, da. Mir ist nur gerade was eingefallen, keine Angst. Geht nach, weg. Könnte der eine bitte einfach von meinen Flammen sterben? Ja, gut. Flammen, sind das Flammen? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ach ja, Nahgefechtsmontur für Alice und Ara sind draußen. Ich brauche weder noch. Weil ich einerseits weder Geld noch EL-Coins dafür habe. Also ignoriere ich das einfach mal. Ich finde es voll unfair, dass man die Gegner nicht im dunklen Portal oder so kriegen kann. Für Leute, die jetzt keinen normalen Dungeon machen wollen, könnten dann nur sagen, no, ich krieg das nicht, weil ich keine Lust auf normalen Dungeon habe und ich einen Pickel am Kinn habe, no. Ist voll schlimm. Wehe. So wehe und tsch, sofort ins Gesicht klagen. Habt ihr gesehen, wie es einfach gerade ignoriert hat? Nein, hit mich nicht von hinten. Qua! Was? Ja, was ich auch sagen alle. Qua! Qua! Ha! Gegen mich explodierst du nicht. Ich schätze, wir werden innerhalb der nächsten 20 Folgen unseren Klassenwechsel haben schon. Wenn man mit einrechnet, dass ich... Ich kann immer zeigen, was die Gegner machen. Boom! Nee. Was soll ich sagen? Sagen wir es an. Machen wir es anders. In 20 Folgen werde ich mein KW wahrscheinlich haben. Wenn man einberechnet, dass ich die Klassenquests machen muss und noch bis dahin leveln muss. Dazu kommt eigentlich nichts mehr. Und die meisten Gegner, die explodieren, muss man nicht ganz besiegen. Das ist auch toll. Und wir werden diesen Dungeon noch irgendwann wieder betreten, selbst wenn wir mit den Quests hier fertig sind. Zumindest ist das sowas ähnlich wie den Dungeon hier. Das ist nicht irgendwie ein Dungeon, der genau so wie der hier aussieht. Nur ein kürzer und einen anderen Namen hat. Nein. Die Feldminen sind auch nicht tödlich. Nein. Es gab ja mal diese Impossible Quest, Mission, wo auch ein Raum voller dieser Minen war und man muss halt rausfinden, welcher von denen, welche die Mine war, die einen tötet und welche die richtige war, dass man die sozusagen den Dungeon abschließt. Habe ich alles auf meinem Kanal. Es tut einfach mal nach Impossible Mission Impossible, sowas, oder? Ja, Mission Impossible. Sollte man finden. Es sei denn, das Internet ist uns alle immer noch Neuland. Dann können es Probleme geben. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Runde. Habe ich gerade schon was gekriegt. Wahrscheinlich hat jemand. Nee. Auf. Fuck, das ist ja auch noch. No. Ganz vergessen. Ich muss ja auch noch mal irgendwann wohin. Ich weiß ja nicht wann und wo, aber ich muss irgendwo noch hin. Ach ja, und ich kann mal sagen, obwohl, habe ich das schon mal erwähnt? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube ja, aber wenn nicht, dann erwähne ich es jetzt mal. Und zwar, ich will ein bisschen PvP üben. Einerseits, weil PvP jeder mag, weil da voll nette Leute und so rumlaufen. Nee. Ich wollte als 200 Abonnenten Special Hits öffnen und PvP machen. Jetzt nur das Problem, ich kann kein PvP im Moment. Ich bin noobig. Wirklich, ich bin noobig. Und deswegen muss ich üben. Und deswegen hoffe ich, dass ich die 200 Abonnenten nicht so schnell erreiche und erst
mit ihm hier mal im PvP komme, mit dem hier mich einspielen kann irgendwann. Und ja. Einfach weil es so dann am besten ist. Weil das, der erste richtige Start ist nämlich mit Tastaturspiele von Anfang an. NDE. Ja, NDE ist der erste. Und mit dem ich auch was im PvP reißen könnte. Yay, Gildenlernen. Punkte halten. Wie viel Ding haben wir jetzt eigentlich? 69, genau. Schaut mal, 69. Yam, yam. Aber wer mag jetzt kein 69? Nein. Danke. Und was ich hier gerade abgezogen habe, das war die beste Combo ever. Boden. Ich mag die Musik einfach von dem Spiel. Wirklich, ja, dann explodiert halt. Ach, und diese Feldbosse geben mir auch anscheinend diese Goldbahn. Fällt mir gerade so ein. Frag mich, wieso man den Goldbahn jetzt gegeben hat. Dass man mehr Geld an denen verdient. Wahrscheinlich. Und wieso nicht eigentlich allen Mittelbossen? Wäre doch auch lustig. Zum Beispiel. Ja, und dann sind ja ganz viele Mittelbosse hat und dann kann man da Geld farmen. Yay. Wir farmen bitte nicht gerne Geld. Also, wenn ich langweile habe, farme ich egal in welchem Spiel Geld. Natürlich. Ich mache nie was Lieberes als Geld farmen. Weil wir tut bitte nicht gerne Geld farmen. Aber ne? So ist das halt. Und da ist der kontaminierte Nasenbohrer. Düb, düb, düb. Hup. Au, au. Das hurt the most. What hurts the most? Was being so close? But loving you. Nee, but hitting you. Hits me like a Wafa. Ich weiß nicht, was ich hier mache und ich soll jetzt auch aufhören, weil ich sonst überhaupt keine Zuschauer mehr haben werde, weil allen die Ohren abgefallen sind. Ach ja, einmal so aus Spaß. Wollt ihr, dass ich so mal so Karaoke-ähnliches Zeug mache? So aus Spaß, Filme. Oh nee, das kann ich nicht. Das ist so behindert einfach von mir. Einfach so mitten im Let's Play auf einmal anfangen. Irgend so ein Lied. Nee, sowas kann ich nicht bringen, sowas kann ich nicht. Aber ich glaube, ich beende hier erstmal die Folge gleich. Weil ich werde irgendwie gerade so müde. Das ist, oh, schrecklich. Kennt ihr das, wenn man einfach so spielt, auf einmal wird man so müde. Die Augen verschwimmen, die Sicht verschwimmt, alles wird blass, das weiße Licht kommt. Und ich glaube, ich muss eh bald nachleveln. So wie es aussieht jedenfalls. Aber ich darf noch mal lesen. Und? Hast du etwas herausfinden können, Pong? Du hast kleine, krabbelartige Nasos gesehen? Nein, die kenne ich nicht. Amon, weißt du was darüber, Pong? Diese kleinen Kerlchen gehören nicht zu den Schrottnasos, die man in der Ebene finden kann. Ihre Aufgabe ist das Erkunden von Gebieten. Sie speichern alles, was sie sehen, Pong. Wenn wir eine ihrer Datenspeicher entschlüsseln, finden wir bestimmt heraus, woher sie kommen, Pong. Ich will einfach random in eine Gruppe eingeladen. Wie viele sind hier überhaupt im Feld? Nicht viele. Aber ich muss einfach nochmal gehen. Wir beenden jetzt hier die Folge beim Altar, setzen uns hin und damit man sieht, dass es immer noch da ist im Inventar und wenn nicht, dann habe ich Pech. Hier, immer noch im Inventar. Möglich, besteht immer noch hier drin. Einfach jetzt da zu sein, ne? K
können mich bitte noch mehr Leute einladen? Ich möchte auch die andere Hochzeitsdinge sehen, wo man hingehen kann. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe noch nie geheiratet, müsst ihr wissen. Aber das wäre für diese Aufnahme gewesen. Ich hoffe, sie hat euch unterhalten. Und ich hoffe, ihr wollt mich nicht irgendwann mal Karaoke singen hören. Wäre schrecklich von euch, sage ich euch. Jedenfalls, bis irgendwann, Leute. Bye, bye.